Guten Abend, ich bin die Schwester Elisabeth und ich möchte heute ein paar medizinische Untersuchungen bei Ihnen durchführen. Ja, keine Sorge, ich werde heute nur ein paar kleine Untersuchungen machen, damit ich sie dem Doktor mitteilen kann. Ihr späteres Gespräch werden Sie natürlich dann bei Herrn Doktor haben. Ja, okay. Sie sind hier in einem der modernsten Krankenhäuser. Ja, wir haben ganz moderne neue Techniken hier. Ich würde gerne als allererstes einmal damit starten, Ihren Blutdruck zu messen und Ihren Puls. Ja, dafür haben wir hier so ein aus Stoff, so eine Binde. Und diese Binde, die werde ich einmal um Ihren linken Oberarm machen. Dann werde ich diese Binde aufpumpen und dann wird es einmal ganz schön eng an Ihrem Oberarm. Bitte nicht erschrecken. Und so kann ich dann horchen mit einem Stethoskop, wie Ihr Herz pocht. Ja, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, erschrecken Sie sich nicht. Ich lege Ihnen einmal die Manschette an. Okay. So, und nun werde ich diese Manschette einmal aufpumpen. Und dann, damit ich dann parallel mit dem Stethoskop öffnen Sie den Mund ganz leicht und atmen Sie tief ein und aus. Und jetzt bitte nicht sprechen, damit ich einmal horchen kann. Dem Herzen ist alles gut. Da klang alles super. Ja, Sie hatten einen Blutdruck von 125 zu 82 und der Puls liegt bei 82. Das sieht alles gut aus. Okay. Mit diesem Stethoskop möchte ich jetzt nun gerne Ihren Oberkörper ein bisschen näher abhorchen und einfach horchen, wenn Sie ganz langsam ein- und ausatmen, ob ich irgendetwas komische Geräusche höre. Okay? So. Ja, das ist eine ganz neue Technik. So. Also. Ich horche jetzt einmal hier vorne an dem Oberkörper. Und Sie machen bitte den Mund leicht auf. Okay? Und atmen ganz tief ein. So, einmal bitte tief ein und dies ausatmen. Super. Tief ein. Und tief ausatmen. Okay. Tief ein. Und tief ausatmen. Nochmal bitte tief ein.
tief ausatmen. Okay. Jetzt gehe ich nochmal an Ihren Rücken ran. Noch einmal bitte tief ein. Und tief ausatmen. Tief ein. Und tief ausatmen. Sehr schön. Super. Auch mit Ihrer Lunge scheint alles in Ordnung zu sein. Sehr gut. So, jetzt möchte ich einmal Ihre Temperatur fühlen. Sie können auch gerne Ihre Äuglein schließen. Ich fühle nur mit meiner Hand für ein paar Sekunden Ihre Stirn, ob Sie Fieber haben. Nein, das ist alles gut. Okay. Ich würde gerne noch einmal Ihren Hals abtasten, ob dort irgendwelche Schwellungen sind. Nein, das ist alles gut. Okay. So, dann möchte ich Sie einmal bitten, öffnen Sie einmal bitte Ihren Mund für mich. Ich stecke das einmal auf die Zunge und sagen Sie einmal bitte ah. Okay. Gut. Sie können den Mund wieder schließen. Das sieht auch alles gut aus. Ich würde gerne einmal Ihr Gesicht abtasten. Okay. Und Sie sagen mir einmal bitte, ich da so ganz leicht drücke, ob irgendetwas wehtut. Sobald etwas wehtut, sagen Sie mir bitte Bescheid. Okay, das sieht gut aus. Das ist alles gut. Das sieht alles gut aus. Und Ihr Kinn. Okay, das sieht alles gut aus. Meine Hände möchte ich nun einmal auf Ihre Schultern legen. Bitte setzen Sie sich einmal gerade hin. Okay, und ich drücke jetzt ganz sanft runter. Spüren Sie den leichten Druck auf Ihren Schultern? Okay, es fühlt sich aber nicht unangenehm an, oder? Und noch einmal. Ich drücke nochmal ganz sanft Ihre Schultern runter. Und ein letztes Mal ganz sanft lege ich meine Hände auf Ihre Schultern. Okay, und hoch. Gut. Nun geben Sie mir einmal bitte Ihre rechte Hand. Jetzt Ihre rechte Hand fest und Sie drücken mal bitte so fest, wie Sie können. Feste, 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 feste. Gut, locker lassen. Und Ihre linke Hand. Feste, 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 feste. Sehr gut. Jetzt nehme ich beide Hände. Und nun drücken Sie bitte beide Hände so fest, wie Sie können. Feste, 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 feste. Und locker lassen. Und noch einmal feste drücken. Feste, 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 feste. Sehr gut. Und locker lassen. Gut. Ich möchte mir jetzt zum Abschluss gerne noch einmal Ihre Augen ein bisschen
näher anschauen. Okay, gut. Dafür würde ich gerne mit einem Sehtest starten. Also, und zwar würde ich gerne einmal eine Kerze anmachen und möchte dann, dass Sie diesem Kerzenlicht immer mit Ihren Äuglein folgen. So, und zwar möchte ich jetzt bitte, dass Sie mit Ihrem Kopf ganz gerade bleiben, mit dem Oberkörper auch. Ganz gerade, den Kopf nicht bewegen, Augen geradeaus, erstmal auf mein Stupsnäschen gerichtet. Sehr schön. Und jetzt möchte ich, dass Sie mit Ihren Augen immer meinem Kerzenlicht folgen. Okay? So kann ich nämlich besser Ihre Pupillen. Immer dem Kerzenlicht folgen. Gut. Gut. Okay. Gut. Gut. Ich möchte jetzt gerne einmal genauer in Ihr linkes Auge. Schauen Sie einmal direkt geradeaus, nicht in das Licht, sondern am besten geradeaus. Ja, gut. Mit dem linken Auge ist alles super. Okay. Schaue ich mir das rechte noch einmal genauer an. Bitte schauen Sie einfach direkt geradeaus auf mein Näschen. Ja, gut. Okay, mit den Augen ist alles gut. Augen, okay. Die Augen sind ja sehr wichtig. Dass doch alles gesund und gut ist. Ja, sehr schön. Gut, das ist alles gut. Okay, gut. So, zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Test. Und zwar mit meinen Fingern. Die werde ich am Anfang, wir haben zwei Tests. So, am Anfang werde ich sie einmal in Ihr Blickfeld bewegen und Sie sagen mir, ab wann Sie die Finger sehen. Okay, gerade sitzen, Kopf gerade, ja, und Augen geradeaus auf mein Stupsnäschen gerichtet. Okay, und Sie sagen mir, ab wann Sie meine Finger sehen in Ihrem Blickfeld. Super. 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 Sehr schön. Und jetzt machen wir es genau andersherum. Ich zeige Ihnen meine Finger. Und Sie sagen mir, Kopf nach vorne gerichtet, nicht bewegen. Auf mein Stupsnäschen geschaut. Jetzt sehen Sie hier meine Finger in Ihrem Blickfeld. Sie geben mir ein Zeichen, sobald Sie aus Ihrem Blickfeld verschwunden sind. Okay? Gut. 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 Okay. Sehen Sie, mit Ihren Augen ist auch alles super. Ja. Genau. Alles gut, alles super. Ja.
Sie können sehr gerne einen neuen Termin ausmachen, wenn Sie das möchten. Oder sobald Sie sich mal wieder unwohl fühlen. Ach, Sie haben Schlafprobleme. Okay. Also, wissen Sie, da kann ich Ihnen tatsächlich etwas empfehlen. So. Also wissen Sie, direkt hinter unserer Klinik, da haben wir ja einen eigenen Garten. Und in diesem Garten, da bauen wir unter anderem auch Lavendel an. Sie mal. Forscher haben herausgefunden und Wissenschaftler, schnuppern Sie mal. Ja, so riecht Lavendel. Ja, Doktoren haben herausgefunden, dass Lavendel schlaffördernd ist. Davon würde ich Ihnen sehr, sehr gern ein bisschen mitbringen, ein bisschen mitgeben. Schauen Sie mal, so sieht getrockneter Lavendel aus. Sieht so ein bisschen wie Kräuter bei einem Kräutertee aus, nicht wahr? Und so. Bräunliche Kräuter sind das. Davon würde ich Ihnen gerne etwas mitgeben. Davon können Sie sich dann zu Hause einen Tee aufbrühen und den trinken Sie dann vom zu Bett gehen. Okay. Okay. Von abends vor dem zu Bett gehen ein Tee und Sie schlafen wunderbar. Okay. Ich mache etwas fertig. Ein bisschen in eine kleine Tüte gepackt. Sie nehmen einfach einen Teelöffel davon. Werden Sie nachts auch wieder besser schlafen? Ja. Sie können auch abends sehr, sehr gern einmal bei unserer Nachtschwester vorbeischauen. Die liest dem Patienten gerne Märchen vor. Ja. Okay. Ja, bei Ihrer Untersuchung ist alles gut gewesen. Kommen Sie gern jederzeit wieder vorbei. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Schreib mir gern Anregungen oder deine Meinung in die Kommentarfunktion unter dem Video. Und wenn du noch mehr Informationen erhalten möchtest, schau gern in die Videobeschreibung hinein. Zu.